Ja, hallo Taschenmesser, Freunde. Letztens habe ich hier euch schon das neue Kärcher Amazon CQC 6K vorgestellt. Schönes Teil. Hat mir auf der Messe super gefallen, aber noch gefallen hat mir eins von diesen, ich glaube, 8 Modellen, wo sie jetzt haben, noch besonders das ganz kleine Modell Nummer 1 gefallen. Ebenfalls vom Aufbau her ein Frame Lock. Mit einer extrem ausgeführten schlanken Clip-Point-Klinge, ne? Ein ganz schlankes, elegantes Mini-Bowie. Ebenfalls mit G10-Beschalung auf der Rückseite der Edelstahl-Frame-Lock mit kleinem Clip, aber auch schön mit Skull drauf, ne? Ebenfalls schön scharf, gut verarbeitet. Der Wave funktioniert perfekt. Daumenscheibe habe ich wieder abgeschraubt, weil ich das Gefühl habe, ohne Scheibe klappt es noch besser aus der Hosentasche, weil es nicht unnötig breit drückt, sondern schön hinten dann in der Ecke einhaken kann. Und mir hat er nicht gefallen. Und man kriegt das Messer genauso gut am Wave auf und wieder zu. Das funktioniert einwandfrei und zum Ziehen aus der Hosentasche natürlich eine feine Geschichte. Ja, das ganz kleine Einser. Ebenfalls vom Stahl hier 8 CR13 MOV. Auf der Klinge haben wir hier Kärcher, eine Modellnummer 6094 BLK und Kai. Hier haben wir den Aufdruck China. Auf der anderen Seite haben wir das Amazon-Logo und den Amazon-Skull. Die Klingenackschraube ist eine normale Schlitzschraube, hinten haben wir Kreuzschrauben. Clip ist umsetzbar. Lustigerweise klappert da vorne was. Ich habe noch nicht rausgefunden, was. Man sieht es einfach nicht. Aber nur im geschlossenen Zustand. Muss irgendwie da vorne drin sein. Ich weiß es nicht. Ist es der Detent Ball? Nee, kann nicht sein. Der ist ja hier unter Spannung. Oder doch der Detent? Auf jeden Fall, wenn das Messer auf ist, ist das Geräusch weg. Komisch, ja. Vielleicht. Aber er hat ja auch hier kein Spiel, ne? Also kann keine der Scheiben sein. Drückt man das aber hier zusammen, hört das Geräusch auch auf. Ist noch da. Vielleicht doch die Detent-Kugel, die man da hört. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch nicht dramatisch. Von der Handlage natürlich eine Nummer kleiner. Hier haben wir etwas größere Klingen. Das sind hier so 3,25-Inch Klingen. Hier haben wir die Dreier. Etwas kompakter das Ganze. Griff natürlich auch noch dadurch ein bisschen kürzer. Und auch das Heft ist auch schlanker durch diese schlankere Klinge. Ist also wirklich dann der kleinste Vertreter aus dieser neuen Serie. Der liegt super in der Hand. Da merkt man halt schon, das ist schon was Eleganteres, Schlankeres. Vier Finger passen bei mir noch drauf, Handschuhgröße 9, aber für jeden ab Handschuhgröße 10, da ist fertig. Da wird das für euch wahrscheinlich eher zum Dreifingermesser und das müsst ihr dann mögen. Sonst ist euch das Messer wirklich zu klein. Schön in Schwarz gehalten alles. Und ja, fand ich noch eine coole Alternative aus dieser Serie. Ein ganz kleines, schlankes mit Amazon. Und macht richtig Laune. Okay, Leute, das war mal auf die Schnelle das kleine Einser aus dieser neuen. Und mit Sicherheit für Kärcher erfolgreiche Serie 1 bis, ich glaube, Modell Nummer 8. Alle noch so im bezahlbaren Rahmen zwischen 50, 60. Ich weiß nicht, ob was das große, wo das große Achter preislich liegt, aber vielleicht liegt sie bei 70 Euro, aber die hier so kosten so um die 55 Euro die Modelle 1 bis 6 auf jeden Fall. Das 7er ist ja auch noch diese Größe, das 8er ist noch eine Nummer größer. Kann sein, dass das ein bisschen mehr kostet. Ja, interessante Alternativen hat der Kärcher im Programm, ne? Müsst ihr mal anschauen. Link zur Website natürlich drunter. Okay, Leute. Danke fürs Reinsetten, Bewerten, Kommentieren. Ich und das neue kleine Einser Kärcher Amazon verabschieden sich und wünschen euch noch einen schönen Tag und habt stets ein Taschenmesserchen griffbereit. Also, ciao, Leute. Macht's gut. Bye, bye.